Traumhaft. Nur schade, dass es niemand sieht. Hey, Mac, kannst du das bahnfrei machen? Nein, bitte nicht. Volltreffer. Ihr spinnt wohl. Könnt ihr nicht wie gesittete Leute ein Zimmer betreten und euch aufs Sofa setzen? Das ist doch kein Trampolin. Jetzt halte ich fest. Mac hat tatsächlich einen Job. Hey, musst du immer gleich alles verraten? Und wo? In diesem Fitnesscenter. Im Capul Hotel. Wirst du wohl die Klappe halten? Es ist ein Vorstellungsgespräch. Dein vorlauter Sohn hier spinnt. Aber ich habe gute Chancen. Die brauchen einen Trainer für ihren Club. Das wär's doch. Dann darf er doch auch hier wohnen, nicht wahr? Wie findest du das? Ja, das ist großartig. Tust du mir einen Gefallen? Ich habe noch einen Haufen solcher Skizzen draußen im Auto. Holst du sie mir? Ja. Halt! So nicht. Geh nicht rennen. Nicht übel. Ach ja? Herzlichen Glückwunsch. Oh, so gereizt? Das wollte ich aber nicht. Hör mal gut zu. Nur für den Fall, dass du diesen Job kriegst und zu erwarten ist, dass du nach Santa Barbara ziehst, dann such dir gefälligst eine eigene Wohnung. Und ich möchte dich bitten, dass du es ihm sagst und es nicht auf mich schiebst. Klar. Wenn du ihm erklärst, warum keiner wissen darf, dass ich sein Onkel bin. Das weißt du doch ganz genau. Mein Leben ist so schon kompliziert genug. Vor mir liegen riesige Aufgaben. Was, das hier? Glaubst du, dass das den jungen Leuten gefällt? Denkst du, sie geben dafür Geld aus? Ja, das ist toll. Du stellst die Sachen doch hoffentlich vorher noch auf einer Modenschau vor. Natürlich. Das macht man doch so, oder? Ja, nur würde ich dir raten, keine von diesen dürren Bohnenstangen anzuheuern. Die wirken alle blasiert. Denen kannst du das Zeug schenken und entlockst ihnen kein Lächeln. Ich würde mir dafür nur Models nehmen, die wie normale Menschen aussehen und die Kleider nicht wie Theaterkostüme vorführen. Irgendwelche Typen von der Straße, die jeder kennt. Weißt du was? Du kannst bei mir einsteigen, wenn du noch weiter so tolle Ideen hast. Wieso, Schwesterherz? Was ist daran so toll? Na, das ist die Marketingstrategie. Du bist wundervoll. Danke. Naja, ich habe mich wieder mal an eine Orangenente gewagt. Die hast du doch früher immer so gerne gegessen, nicht wahr? Allerdings hätte ich beinahe die Küche abgefackelt. Ich habe dich gar nicht hier erwartet. Hast du nicht einen Termin? Heute trifft sich doch das Wohltätigkeitskomitee. Ach, weißt du, dieses ganze bürokratische Zeug sollen die allein erledigen. Ich will den Abend mit dir verbringen. Ach Gott, ich habe mir noch extra was beim Chinesen geholt. Was denn? Pekingente. Nicht so schlimm. Die hält sich. Pekingente kannst du auch im Büro essen. Schließlich riskiere ich nicht einfach so aus Spaß den Feuertod. Da bist du ja. Danke, Daddy, dass du Zeit für mich hast. Tag, Mann. Setz dich. Schlimm genug, dass wir uns im Restaurant treffen müssen, um uns überhaupt mal zu sehen. Ja, ich weiß, aber ich bin nun mal in ein paar Minuten mit Julia verabredet. Und hier in aller Öffentlichkeit, dachte ich mir, pulst du mich nicht an. Würdest du bitte so freundlich sein und mir sagen, worum es geht? Ich arbeite jetzt für Robert Barr. Ich weiß, was du denkst, aber es ist nicht an dem. Auch Barr irrt, wenn er darauf spekuliert. Sein Angebot ist eine einmalige Chance, und zwar die Renovierung einiger Capwell-Hotels. Kelly, das ist doch absurd. Die Capwell-Hotels gehören uns nicht mehr. Was soll denn das jetzt noch bringen? Gut, Barr gehören sie. Aber solange er mit unserem Namen wirbt, sollten wir sie auch auf First-Class-Niveau halten. Wieso in aller Welt kapituliert die ganze Familie vor diesem Mann? Der Kerl hat unser Unternehmen gestohlen. Begreift ihr das nicht? Deswegen ja. Und keiner hat kapiert, wie er es angestellt hat. Und das werden wir auch nur rauskriegen, indem wir diesen Herrn von nun an nicht mehr aus den Augen verlieren. Damit das Unternehmen, bis wir es wieder haben, nicht den Bach runtergeht, muss jemand von uns in seiner Nähe sein und ihm auf die Finger sehen. Ich bitte dich, das musst du doch einsehen. Genau das war Edens Plan, wenn ich mich nicht irre. Eden hat resigniert. Also werde ich mein Bestes versuchen. Oh, schön, dass ich auch mal davon erfahre. Wo steckt Eden eigentlich? Sie musste kurzfristig verreisen und hatte keine Zeit, um mit ihr zu sprechen. Wenigstens ist sie wieder vernünftig. Nur würde ich gern informiert sein, was hier läuft. Sie hat aufgegeben. Und wieso macht sie dann ein Geheimnis daraus, wenn sie die Stadt verlässt? Hm? Es wäre kein Geheimnis, wenn sie es dir erzählt hätte. Soll sie doch ihre zweiten Flitterwochen haben. Nur das ist keine Art. Sie ist ja sicher nicht lange weg und dann kannst du ihr das sagen. Entschuldige bitte, Julia wartet. Und was habt ihr beide wieder vor? Ich möchte sie um Rat fragen. Es geht um den Fitnessclub im Hotel.
Da herrscht, wenn du mich fragst, im Moment das absolute Chaos. Von den Clubmitgliedern hat sich einer verletzt und Bars Mitarbeiter ignorieren einfach seine Beschwerde. Daraufhin hat der Mann natürlich Klage eingereicht. Den Trainer habe ich entlassen. Jetzt möchte ich mit Julias Hilfe versuchen, die Klage abzuwenden, bevor es die Presse weiß. Und wenn wir durch Gerichtsentscheid unseren Namen aus der Firma nehmen? Nein, dann müssten wir sie ja umbenennen, denn irgendwann nehmen wir sie ihm wieder ab. Der Name bleibt. Mach's gut. Ich frage mich, wo er bleibt. Heute Nacht wird Cruz die Insel sicher nicht erreichen. Die Fähren fallen bei Unwetter aus, also beruhige dich. Die Aufregung bringt doch nichts. Ich will mich nicht beruhigen. Und wenn ihm irgendetwas Furchtbares zugestoßen ist, was weißt du denn schon? Ich hasse dieses Wetter. Das ist normal. Vor 10 Jahren hat ein Unwetter dein ganzes Leben verändert. Es ist mir verdammt nochmal egal, was vor 10 Jahren war. Jetzt bist du schon zu weit gekommen. Du musst dich erinnern. Es war eine Nacht wie diese. Ich will mich an gar nichts mehr erinnern. Ich will nicht darüber nachdenken. Lass mich in Ruhe. Das kann ich nicht. Es ist einfach zu wichtig. Wenn es wirklich so wichtig ist, dann erzähl mir doch, was passiert ist. Ich bin den größten Teil des Abends leider nicht dabei gewesen. Erinnert dich der Sturm an etwas? Ich erinnere mich an gar nichts. Und ich will mich an überhaupt nichts erinnern. Ach, das willst du. Deine Angst davor möchtest du doch loswerden, nicht wahr? Ich kann nicht mehr. Na, hör mal, das ist dein Lieblingsdessert. Ach, sei nicht sauer, ja? Ich hatte heute schon ein langes, ausgiebiges Geschäftsessen. Ich habe keinen Appetit. Das war deutlich. Du hast ein fabelhaftes Essen gemacht. Ich bin auch wirklich sehr gerührt, glaub mir. Rührung ist wirklich das Letzte, was ich damit erreichen wollte. Das gibt mir das Gefühl, eine streunende Katze zu sein. Ich wollte, dass du dich wohlfühlst und es genießt. Du solltest dich völlig entspannt fühlen, so wie nach einer Massage. Beim nächsten Mal musst du dich nicht so anstrengen. Tut mir leid. Ich will nicht, dass du das jetzt falsch verstehst. Sieh mal, du hast dir nun solche Mühe gegeben, aber irgendwie fühle ich mich unter Druck gesetzt. Ich soll fröhlich sein und habe einfach Angst, dass meine Reaktion nicht so ausfällt, wie du dir erhofft hast. Und unter dem Erwartungsdruck geht gar nichts. Also sollte ich von nun an auch nichts versuchen? Nein, so war das nicht gemeint. Heißt das, dass ein Ehepaar, das so viele Probleme hat wie wir, zwangsläufig die Fähigkeit verliert, sich auch im Alltag noch ein klein wenig Romantik zu leisten? Müssen wir uns ständig missverstehen? Ich wollte doch nur, dass wir ein bisschen glücklich sind. Ja, das möchte ich auch. Du weißt, dass ich immer dafür war, Probleme selbst zu lösen, aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns an jemanden wenden, der uns hilft. Du hast dir eine zweite Haut zugelegt, mit der du dich vor mir schützt, um all die Enttäuschungen zu vergessen. Und manchmal, wenn ich dich anfasse, habe ich das Gefühl, dass du mich nicht mehr spürst. Ich spüre dich.
das war's. Ich bin's. Es gibt noch mehr spontane Leute. Geh, bevor sie die Tür eintritt. Ich geh schon. Ich komme. Hallihallo, na, wie geht's? Oh, entschuldigt, wir wollten euch natürlich nicht beim Essen stören. Keine Sorge, wir waren schon fertig. Ich platze fast vor Aufregung, weil ich ganz viele großartige Pläne habe. Wollen Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Brandon, wie wär's mit Erdbeeren und Schokolade? Die kann oh, ich nein, 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 lassen Sie nur. Ich will nur das Einverständnis Ihrer Frau. Ja, und wofür? Du wirst hingerissen sein. Es ist der beste Einfall, den ich je hatte. Außer vielleicht noch die geniale Idee mit dem Klebstoff, den wir Carrie Keller in das Haarspray gemengt haben. Oh ja, das war nicht schlecht. Es kommt noch besser. Dieser Einfall wird dir von Nutzen sein und mir und noch vielen anderen Menschen. Die neue Kollektion von mir, die kennst du. Die soll jetzt raus und mit dem Erlös der Modenschau will ich das Gemeindezentrum unterstützen. Ich engagiere die Kinder vom Zentrum als Models und das bringt uns Publicity und einen Haufen Geld. Stell dir mal vor, was so eine Aktion für einen riesen Werbeeffekt hat und was du dabei verdienen kannst, ist doch toll, oder? Ja, hört sich fantastisch an, aber sowas kann ich nicht allein entscheiden. Ich brauche das Einverständnis des Komitees. Gut, und wann trefft ihr euch wieder? Naja, eigentlich ist heute der Termin. Na, nichts wie hin, worauf warten wir noch? Entschuldige, Gina, heute ist es ein bisschen ungünstig, Ethan und ich wollten gerade... Na, dann kommen Sie doch einfach mit. Es kann nie schaden, einen Staatsanwalt an seiner Seite zu haben. Nein, da werde ich wirklich nicht gebraucht. Die Leute respektieren Laura und stimmen garantiert auch allem zu, was sie vorschlägt. Gut, dann fahren wir ohne ihn. Auf in den Kampf. Wenn es nicht gerade heute wäre, gerne. Aber ich will Ethan heute nicht alleine lassen. Entschuldige. Nein, 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 das geht schon in Ordnung. Du bist ja nicht ewig weg. Also gut, jeder fährt in seinem Wagen und wir treffen uns da. Und du kannst ja dann wieder nach Hause fahren, sobald die Leute wissen, wo es lang geht. Dann kannst du den Rest des Tages mit deinem Mann zusammen sein. Alles Weitere schaffe ich schon. Hm? Also gut. Na, wunderbar. Wir fahren schon mal vor, ja? Also, bis gleich. Ich bringe sie zur Tür. Und das macht dir nichts aus? Na und ob. Doch, ich verzeih dir, wenn du schnell wiederkommst. Zu freundlich. Wärm das Bett an. Jedenfalls habe ich mit seinem Anwalt geredet und eigentlich ist er nur sauer, weil sie ihn ignoriert haben. Er will gar nicht unbedingt klagen, aber irgendwie rede ich ihm das schon aus. Julia, sag mal, wieso humpelst du? Ich habe mir den Fuß verstaucht, ist nicht weiter schlimm. Vielleicht solltest du deinen Fuß mal in den Whirlpool hängen. Ach, ist gut, es geht schon irgendwie, danke. Außerdem bin ich hier nicht mal Mitglied. So, jetzt bist du Mitglied, beitragsfrei. Das sind so die Vorteile, wenn man hier arbeitet. Sei nicht böse, ich habe keine Zeit. Ich schaffe es nicht mal, meine Arbeit zu bewältigen. Jetzt werde ich erst mal jemanden holen, der sich den Fuß ansieht. Und dann lässt du dich massieren. Wozu dieser Aufwand? Also gut, aber ich habe doch gar keine Sachen dabei. Glücklicherweise haben wir alles hier und in jeder erdenklichen Größe. Wir finden schon irgendwas für dich. Komm mit. Entschuldigen Sie bitte. Ich sollte mich heute hier vorstellen. Wofür? Davon weiß ich nichts. Ich habe aber einen Termin. Der Job ist vergeben. Was soll denn das? Das kann nicht sein. Ich habe gerade mit Kelly Capwells Sekretärin telefoniert. Ich werde um 7:30 hier erwartet. Der Job ist weg. Verschwinden Sie. Ich bin Kelly Capwell. Oh, hallo. Ich bin Mac Blake. Schön, Sie kennenzulernen. Freut mich auch sehr. Wie war das eben gemeint, dass der Job weg ist? Frederick hat heute hier angefangen. Mit Frederick werden Sie zusammenschrumpfen. Wer um Gottes Willen ist Frederick? Ein sehr lieber Freund und zurzeit der Experte in Bodybuilding. Es gibt keinen besseren. Ilsa, ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie mich derart wichtige Entscheidungen selbst treffen lassen. Wir hatten ja wohl mal vereinbart, wenn ich nicht irre, dass von nun ab alle Neueinstellungen über meinen Schreibtisch gehen. Verstehen Sie mich? Ja, aber ich... Kein Aber. Richten Sie Frederick aus, er kann einen Termin machen, wie alle anderen auch. Ach ja, und noch was. Sie sollten Ihren Ton ein wenig mehr kontrollieren im Umgang mit den Gästen. Haben wir uns verstanden? Ja. Hoffentlich. Tut mir leid, dass ich Sie hab warten lassen. Gehen wir in mein Büro, da sind wir ungestört. Sehr gern, danke. Ja. Jetzt fällt es mir ein. Das Boot. Daddys Boot und dann der Sturm. Er schaukelte wie wild im Wasser. Was ist das für eine Party gewesen? Dein Vater hatte Gäste eingeladen. Er hatte gehofft, dass du mit seinen reichen Freunden die ganze Nacht durchtanzen würdest, anstatt mit mir durchzubrennen.
Willst du den Rest deines Lebens auf einer Sandbank verbringen? Das hältst du doch gar nicht aus. Hier bin ich aber glücklicher als jemals zuvor. Aber doch nur, weil alles neu für dich ist. Das ist ein Spiel. Du läufst barfuß durch den Dschungel und hältst es für das Leben, nur weil es das Gegenteil von dem ist, was du kennst. So einfach ist das Leben leider nicht. Und du bist es auch nicht. Du bist klug und langweilst dich hier zu Tode. Das werde ich nicht. Daddy, ich liebe ihn. Und es tut mir weh, dass du alles so in den Dreck ziehst. Er hörte mir nicht zu. Ich habe versucht, vom Boot zu kommen. Wohin willst du? Runter vom Boot! Ich will zurück auf die Insel! Was draußen das ist es? Mir egal, ich schwimme auch zur Not! Du musst nirgendwo hingehen, dafür werde ich sorgen. Ich bringe dich nach Santa Barbara zurück. Raul! Raul. Er hat an diesem Abend an Bord ausgeholfen, wegen der Party. Aber ich glaube, es war meinetwegen. Er hat immer deine Nähe gesucht. Raul, passen Sie auf sie auf und lassen Sie sie nicht vom Boot. Ich versuchte zu fliehen. Und Raoul lachte, als er es merkte. Wo willst du hin? Ich muss hier raus. Nein. Ich will, dass damit endlich Schluss ist. Du kannst da nicht raus. Bist du verrückt? Eden, komm zurück! Wie wär's mit der Schicht von 11 bis 7? Einverstanden? Einverstanden. Und vielen Dank nochmal. Gut, wir sehen uns morgen. Okay. Also dann auf Wiedersehen. Hallo. Wie geht's dem Fuß? Oh, besser. Wie es aussieht, sind wir ja wohl Kollegen. Kelly Keppel hat mich gerade eingestellt. Ach, hat sie? Ja. Und, wie läuft's hier so? Sind die Trinkgelder gut? Weiß ich nicht so genau. Was für Typen trainiert man hier eigentlich? Oder läuft hier nur so eine Art Hausfrauen-Aerobic? Hausfrauen-Aerobic? Genau, ich meine, trainieren die Leute hier ernsthaft oder bloß aus Spaß? Wir sind doch keine Anfänger. Vermutlich kennen Sie die Antwort. Kein Preis ohne Fleiß. Ach, ich weiß auch nicht. Die Tragik meines Lebens ist, dass ich mit dem Fleiß wohl schon immer so meine Probleme hatte. Dies hier ist ein Damenumkleideraum. Hallo, Tag, lange nicht gesehen. Wenn du dich allzu sehr langweilst, möchte ich dich gerne mit einem Freund von mir bekannt machen. Gut. Das ist Monroe. Brandon. Alles klar? Alles klar. Gut. Also, Mrs. Timmons, Sie möchten gern dem Komitee beitreten. Noch viel mehr. Ich habe Großes vor. Ja, und zwar hat Gina ein Angebot, das uns sehr viel Geld einbringen kann. Sie will für die Jugendlichen aus dieser Gegend hier eine Modenschau organisieren. Ich bin Designerin, müssen Sie wissen. Also, was ist jetzt? Hast du Lust, Karten mit mir zu spielen? Was bietest du denn, hä? Huh? Ah? Pinke, Moneten, Alter! Ach so, nur mein Taschengeld. Gut. Also los, heb ab. Nehmen Sie bitte Platz. Wir haben heute Abend sehr viel zu klären, Herrschaften. Tut mir leid, ich hab... Schon gut, da hinten ist ja noch was frei. Nein, setz dich. Ich muss erst mein Notizbuch holen. Julia, ich bin überzeugt, dass du ihn mit jemandem verwechselst. Nein, der Mann wurde vor ein paar Tagen festgenommen, weil er ein Auto geklaut hatte. Schon gut, ich werde ihn darauf ansprechen, aber ich bin sicher, es handelt sich nur um ein Missverständnis. Zumal er hervorragende Zeugnisse hat. Bestimmt sind die gefälscht. So ein Blödsinn, wieso stellt er sich dann als Gewichtheber vor, wenn es nicht ist? Mal ganz abgesehen davon, dass seine Muskeln echt sind. Es ist kaum zu glauben, dass dich dieser Kraftprotz derartig blenden kann. Was hat er dir getan, dass du so zickst? Den Mentakel hat er mir massiert, oder wie das Ding heißt. Ja, das wird ein Witz sein. Behalt ihn im Auge. Runde 2. Entschuldigung. Tut mir leid, wenn ich euch unterbreche. Kommen wir gleich zur Sache. Ich möchte Edens Telefonnummer haben, weil ich sie dringend sprechen muss. Es ist wichtig. Das geht nicht. Ich habe Eden in die Hand versprochen, es für mich zu behalten. Warum versteckt sie sich vor der Familie? Die schaffen dich wohl, all die Heimlichtuereien, die zurzeit laufen. Julia, das ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Entschuldige, du weißt ja, ich lasse keinen Fettnapf aus. Dürfte ich auch wissen, worum es geht? Na klar, man munkelt, dass sein Sohn, dein Bruder, mein Ehemann, dass es wohl die Reihenfolge wieder aufgetaucht ist. So etwa wie das Ungeheuer vom Loch Ness. Mason? Und wo ist er jetzt? Das versuchen wir geheim zu halten, weil der Erfolg seines Vorhabens davon abhängig ist. Ich habe mich wohl verhört. Ihm geht's ja anscheinend gut, wie es aussieht. Es macht ganz den Eindruck. Ich weiß es zwar nicht mit Sicherheit, weil er es vorgezogen hat, nur mit ihm zu reden, der mir nichts mitgeteilt hat, aber
Es scheint so. Daddy, du hast also die ganze Zeit gewusst, wo Mason ist und hältst es nicht für nötig, uns einzuweihen? Irgendwie kommt mir die Diskussion bekannt. Was hätten wir denn tun sollen? Wir hatten keine Wahl. Er versucht Tag und Nacht Bart das Handwerk zu legen. Ihr mit eurer falsch verstandenen Rücksichtnahme in der Familie. Ich kann's nicht mehr hören. Schönen Tag noch. Julia, was soll denn das? Eins weiß ich jetzt jedenfalls, dass du zu mir auch kein Vertrauen mehr hast. Das ist einfach nicht wahr, was du da sagst. Natürlich ist es das. Ich habe dich in deiner Erwartung enttäuscht, also vertraust du mir. Ich bitte dich, sei nicht so empfindlich. Mason hat es nun mal so gewollt. Du und Mason, das dynamische Duo. Oh. Sei ehrlich, ihr beide habt doch Eden und mir ständig nur Honig ums Maul geschmiert. Aber letztendlich klügelt ihr alles alleine aus. Wir haben unser Unternehmen verloren. Sofern jetzt nicht einer von uns gewillt ist, Kopf und Kragen zu riskieren, um das Unternehmen zurückzugewinnen. Und Mason tut das gerade. Es war schwer genug für ihn. Er hat jetzt eine Spur zu dem stillen Teilhaben. Der Partner von Barr sitzt in Las Vegas und sollte sich herausstellen, dass er mit der Mafia zu tun hat. Hätten wir endlich was in der Hand, um die Übernahme für ungültig erklären zu lassen. Hast du schon Fuß um Rat gefragt? Nein, ich möchte nicht, dass ein wichtigtuerischer Bruder stehenden Fußes zu Barr geht. Jetzt verstehe ich. Und kein Wort an Kelly, die macht sich wieder umgehend auf die Socken und plaudert das im Bett aus. Das habe ich nicht gesagt. Wäre auch nicht nötig gewesen. Dich freut es sicher, ich kann dich beruhigen. Es gibt keinen Rick Castillo mehr in meinem Leben. Ja, ich freue mich, das zu hören. Trotzdem finde ich, solltest du mit Cruz und Mason sprechen. Das will ich auch. Ja, natürlich. Nur leider sagst du mir nicht, wo er steckt. Was wäre alles möglich, wenn jeder im Komitee so viel Engagement zeigen würde? Gina, Sie müssen ein sehr, sehr großes Herz für Kinder haben, dass Sie so viel von Ihrer Zeit für unser Gemeindezentrum opfern wollen. Oh ja, ich liebe Kinder wahnsinnig. Und ich finde, man kann nicht genug für sie tun. Sie sind doch unsere Zukunft, die Führungskräfte von morgen. Was soll denn das jetzt sein? Royal Flash. Zwei Dreien und ein paar Herzen. Ist das besser als vier Asse? Allerdings. Wollen wir noch ein Spielchen? Das geht nicht. Du hast gerade mein letztes Geld gewonnen. Nicht mal ins Kino zu Batman kann ich jetzt gehen. Hey, warum das nicht? Weil ich völlig pleite bin. Hör mal zu, Alter. Fürs Kino brauchst du kein Geld. Oder kommst du vom Mond? Hä? Hast du dich noch nie reingeschlichen? Bist du eine Flachzange? Du scheinst wirklich Hilfe zu brauchen. Ich hoffe, ich kann auf Sie zählen, wenn ich mich wieder zur Wahl aufstellen lasse. Unser Abschneiden hängt von einem starken, erfolgreichen Team ab. Sie kennen also die Zauberformel. Entschuldigt, ich mache mich auf den Weg. Ich rufe dich morgen an, ja? Gute Nacht. Gute Nacht. Wiedersehen, Michael. Wiedersehen. Brandon, frag deinen kleinen Freund, ob er von uns nach Hause gefahren werden möchte. Ist das notwendig? Ich verstehe dich nicht. Na, von mir aus. Hey, Monroe, willst du mitfahren? Klar. Vorwärts, Jungs. Ich bringe Sie zum Wagen. Mach's gut. Ciao, auf Kleiner. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Gute Nacht allerseits. Entschuldige, mein Wagen, er rührt sich einfach nicht mehr von der Stelle. Du gibst wohl nie auf. Hm? Das ist wahr. So was denke ich mir nicht aus. Ich habe das Gefühl, dass es der Anlasser ist. Auf jeden Fall springt er nicht an. Na, so ein Zufall. Eigentlich wollte ich auch nur schnell den Abschleppdienst anrufen. Also, wo steht das Telefon? Unsinn. Gib mir die Schlüssel. Die Schlüssel. Danke. Tür zu. Ja, wir sind hier nicht auf dem Bahnhof. Entschuldigen Sie bitte. Was ist mit der Fähre nach San Sebastian passiert? Was weiß ich? Die wird nicht abgelegt haben. Ist das die einzige Fähre heute Nacht? Bei dem Wetter fährt nichts. Hat jemand von Ihnen ein Boot? Haben Sie ein Boot? Sie. Ich habe ein Boot. Ich will sofort nach San Sebastian. Und ich bezahle auch gut. Senorita, das ist viel zu gefährlich. Doch, ich bringe Sie morgen. Nein, 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 es ist dringend. Ich bezahle Ihnen auch, was Sie wollen. Tut mir leid, Senorita. Hier, der Ring gehört Ihnen. Kann ich Ihr Boot haben und dafür behalten Sie den Ring? Sind Sie verrückt? Dafür kriegen Sie 10 Boote. Mein Mann ist in Lebensgefahr. Sie können den Ring ruhig behalten. Wenn mein Mann nicht mehr lebt, hat der Ring keinen Wert mehr für mich. Können Sie mit dem Boot umgehen? Ja, seit meiner Kindheit kann ich mit Booten umgehen. Wo liegt es denn? Der Kahn heißt Santa Elena. Das ist der letzte da hinten an den Docks. Ich bringe Sie hin. Gut, danke. Die muss verrückt sein. Brandon, wie findest du diese Kombination?
Sieh mal, sind diese Schnallen in oder nicht? Keine Ahnung. Schon gut, ich weiß ja. Sieht aus wie eine Zwangsjacke. Und wie ist der Abend für dich gelaufen? Dieser Monroe und du, habt ihr euch gut unterhalten? Wir haben gepokert. Ach, wirklich? Das ist ja was ganz Neues. Ich wusste gar nicht, dass du pokern kannst. Kann ich auch nicht. Er hat's mir beigebracht. Siehst du, deshalb ist so ein Gemeindezentrum etwas sehr Sinnvolles. Dort trifft man immer auf die unterschiedlichsten Menschen und jeder ist daran interessiert, die Erfahrung des anderen zu teilen. Ja, wir haben geteilt. Das ist wohl wahr. Entschuldigen Sie meinen Überfall. Ist Laura hier? Nein, aber kommen Sie doch rein. Seit Stunden habe ich versucht, im Rathaus anzurufen. Da ist keiner rangegangen. Also fuhr ich hin, doch es war verschlossen wie Fort Knox. Ja, das ist ja auch kein Wunder. Das Treffen war nicht im Rathaus, sondern im Gemeindezentrum. Ach so, na dann ist ja gut. Warten Sie. Schnell hin. Ich glaube, dass zum Schluss alle weg waren, bis auf Michael Donnelly. Das heißt, Laura war auch weg. Ja, richtig. Sie ist vor mir gegangen. Deshalb sind wir ja getrennt gefahren. Ja, ja, ich weiß. Aber vielleicht hatte sie ja noch was Dringendes mit Michael zu besprechen. Den Eindruck hatte ich nicht. Es lag so eine Spannung in der Luft. Ich glaube, sie haben sich irgendwie gestritten. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist sie bestimmt schon wieder zu Hause. Oder aber auch nicht. Man redet doch nicht dazwischen, wenn Erwachsene sich unterhalten. Es kann doch immerhin möglich sein, dass sie noch da ist. Wo? Im Gemeindezentrum. Als wir rauskamen, saß sie noch in ihrem Wagen. Und als wir losgefahren sind, konnte ich noch sehen, wie sie wieder ausgestiegen ist. Sie muss was vergessen haben. Das muss sie wohl. Gute Nacht. Tag. Ich heiße Elaine. Ich bin an der Rezeption. Angenehm. Mac Blake. Dann sind wir ja Kollegen. kann ich irgendetwas für Sie tun? Ja, doch, das können Sie. Ich hätte gerne eine Unterschrift für das V4-Formular. Selbstverständlich. Für das W4-Formular. Ja, Entschuldigung. Dankeschön. Gern geschehen. Darf ich mal telefonieren? Ja, sicher. Am liebsten sofort. Oh, natürlich, ja. Danke. Dankeschön. Hallo? Ich bin's, Kleiner. Mac? Stimmt, genau. Was machst du gerade? Gar nichts. Wir waren heute Abend im Gemeindezentrum und sind gerade erst zurückgekommen. Vorschlag, ihr zwei springt ins Auto und kommt noch mal in den Orient Express, ja? Warum? Du hast den Job? Bingo. Und deswegen schmeiße ich jetzt eine Dinnerparty. Oh, Wahnsinn. Oh, wir haben gerade gegessen. Na, dann kommt ihr eben zum Nachtisch. Sag deiner Mom, heute unterbreche ich meine Zuckerdiät. Und wir essen alle Sahnetorte, bis wir platzen. Was hältst du davon? Wir kommen sofort. Wir sind schon unterwegs. Wo kommen wir sofort hin? Mom? Ja? Du hast schon so oft gesagt, dass du viel öfter ausgehen möchtest. Und, glaubst du mir jetzt? Der ist völlig hinüber, da kann ich gar nichts machen. Das war ja wohl keine Antwort. Du möchtest wissen, ob ich dir glaube. Ja, ich glaube dir. Dein Wagen streikt. Zufrieden? Und du glaubst, ich hätte es geplant, nicht wahr? Du bist genau wie deine Schwester. Was hat Heather damit zu tun? Sie hat mir unterstellt, dass ich es immer darauf angelegt habe, dich wiederzusehen. Und jetzt fängst du auf die gleiche Tour an und denkst, ich habe meinen Wagen vorsätzlich manipuliert. Du weißt doch ganz genau, dass ich kaum die Motorhaube aufkriege. Was glaubt ihr beide eigentlich, wer ich bin? Ich rufe jetzt die Werkstatt an. Spar dir die Mühe. Stell dich nicht so an. Das kann ich auch alleine. Anrufen. Was soll das Theater? So geht das nicht weiter. Du schneist hier auf einmal rein und gibst vor, du wolltest als gute Staatsbürgerin dem Gemeinwohl dienen. Das ist ja wohl ein Witz. Nein, es war mir ernst. Ich habe gehofft, ich kann damit vielleicht wieder etwas gut machen. Ich habe auf die Art doch nur versucht, dieses versaute Stück Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ja, hervorragend. Dann frage ich dich, warum du nicht erst mal deine Ehe in Ordnung bringst. Nächstenliebe fängt zu Hause an. Weißt du, dass dieser Rat einfach anmaßend ist?
Welches Recht hast du eigentlich, mir derartige Vorwürfe zu machen? Du hast doch keine Ahnung, wie schwer es ist, eine Ehe zu führen. Nur zu deiner Information. Ethan und ich arbeiten verdammt hart daran, diese Ehe zu retten. Und glaube mir, nichts wäre mir lieber, als endlich glücklich mit ihm zu werden. Sehr schön. Dann fang damit endlich an. Es tut mir leid. Ich hoffe wirklich, dass es euch gelingt. Oh, Michael, bitte, ich... Ruf jetzt deinen Mann. Es ist besser so. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche nach einer Freundin von mir. Sie ist Amerikanerin mit langen, blonden Haaren. Hat jemand sie gesehen? La Rubia. Ja, die war vorhin hier. Sie kam reingestürzt und hat ein Boot gekauft. Was? Ja, sie hatte die verrückte Idee, rüberzufahren nach San Sebastian. Es sind 5 Meilen bis nach San Sebastian. Das schaffen Sie nie. Das ist die einzige Chance. Mein Mann ist da draußen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich schaffe es schon. Gehen Sie. Ich bete zu Gott, dass Sie es schaffen. Daddy, ich kann nur versuchen, mich mit Eden und Cruz in Verbindung zu setzen und ihnen sagen, dass sie dich anrufen sollen. Vertrauen wir einander? Ich habe es den beiden versprochen. Das habe ich Mason auch. Die Situation kann sehr gefährlich für ihn werden. Was soll ich machen? Wir zwei möchten doch eigentlich dasselbe. Wir versuchen herauszufinden, was Robert Barr im Schilde führt. Wir sollten aufhören, ein Geheimnis daraus zu machen und endlich zusammenarbeiten. Wir müssen uns zusammentun und miteinander reden, sonst macht uns der Kerl nämlich fertig. Vermutlich hast du recht. Ich habe recht. Nie wieder Geheimnisse. Einverstanden? Einverstanden. Gut. Wo sind Eden und Cruz? Ich sag's dir. Sie sind auf einer Insel. Las Serenas. Du hast doch selbst in meinem Wagen gesessen und konntest dich davon überzeugen, dass er nicht anspringt. Was soll ich denn noch alles anstellen? Es ist nur mal die Wahrheit. Vergiss es einfach, ja? Nein, ich denke gar nicht daran. Für uns beide steht viel zu viel auf dem Spiel. Ich habe dir versprochen, dass ich dich nie wieder belüge. Und ich schwöre dir, ich habe keine Geheimnisse mehr. Wir hätten uns ja auch schon vor Wochen trennen können, aber irgendetwas verbindet uns so sehr, dass ich das Gefühl nicht loswerde, wir schaffen es, noch eine gute Ehe zu führen. Warum sollte ich unsere Beziehung gerade jetzt aufs Spiel setzen? Wie oft muss ich dir denn eigentlich noch sagen, dass unsere Ehe die einzige Sicherheit ist, die ich noch habe, Ethan Escher? Und was in aller Welt hast du dann in 2 Stunden getrieben mit Michael Dunwoody? Er hat versucht, den Wagen zu reparieren, sonst nichts. Oh, Laura, was soll das Theater? Du bemühst dich ja nicht mal, mir zu glauben. Ich hab mich wohl verhört. Ich bin es inzwischen ganz schön leid. Ich bin es einfach leid, dass mich meine eigene Frau belügt, dass sie mit einem anderen Mann schläft, dass sie ständig versucht, sich mit diesem Mann hinter meinem Rücken zu treffen. Das ist nicht wahr. Ich wollte heute nicht zu der Sitzung des Komitees gehen. Das weißt du ganz genau. Ist ja gut, beruhige dich. Vielleicht sagst du mir dann mal, was dich an dieser Wohltätigkeitssache so interessiert. Soll ich dir sagen, was? Du rennst dort jede Woche hin, weil du ihn dort triffst. Wenn ich seinetwegen dorthin rennen würde, wie du behauptest, dann wäre ich nicht hier. Ich wäre von dir weggegangen. Ich wäre bei Michael und wir beide hätten neu angefangen, ganz einfach. Ja, oder auch nicht. Wenn Michael Dunwoody aber davor zurückgeschreckt wäre. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kannst doch nicht allen Ernstes glauben, dass ich nur deswegen bei dir geblieben bin. Es ist mir völlig egal, was Michael will. Doch, dass du mich nicht mehr haben willst, ist mir nicht egal. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Na, dann sag mir, dass du mich haben willst. Nein. Anders, sag gar nichts und zeig es mir. Komm wieder zu mir ins Schlafzimmer und zeig es mir. Ich würde gerne in dein Bett kommen. Und ich möchte nichts lieber als die Bilder von dir und Michael ein für alle Mal loswerden. Nichts wäre mir lieber. Ich wäre der glücklichste Mann auf Erden, aber ich kann sie nicht auslöschen, so sehr ich mich auch anstrenge. Womöglich strengst du dich nicht genug an. Vielleicht macht es dir ja Freude, mich zu bestrafen. Es ist viel simpler. Ich ertrage es einfach nicht, wenn wir zu dritt im Bett sind. Ich liebe dich. We can't change the way we were, but we can change the way we are. All I really wanted from this crazy love was a night so full of stars that our hearts could not protect.
Du wahnsinnig! Du sollst mich in Ruhe lassen! Verschwinde! Du aber sofort mit! Nein! Fass mich nicht an! Der Sturm treibt dich genau auf das Riff zu! Ich schaffe schon, keine Sorge! Du kannst die Taue losmachen und dann verschwinden! Lass mich los! Ich wusste ja, dass die Taue nicht halten! Du kannst von Glück reden, wenn der Kahn nicht sinkt! Ich danke Ihnen. Was darf es bitte sein? Ein doppelter Scotch. Sehr. Können wir endlich gehen? Nein, das ist eine Party. Ja, Mom. Also ich finde das hier überhaupt nicht gut. Ich habe es dir x-mal gesagt. Ich will mit dir nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden, verdammt nochmal. Wieso eigentlich? Glaubst du, wenn die Leute uns sehen, denken sie alle gleich, ich bin dein Bruder? Keine Sorge. Ich erzähle allen, du bist meine Mutter. Wirklich sehr witzig. Nur dummerweise bist du der Erstgeborene. Aber dass wir uns ein bisschen ähneln, kannst du nicht leugnen. Jedenfalls sehe ich nicht aus wie Phyllis Blake. Ist das die Oma? Das trifft es nicht ganz. Stell dir mal ihren Gesichtsausdruck vor, wenn sie das hört. Wie ist die Oma so? Bitte hört auf. Mir wird gleich übel. Weißt du, deine Oma ist witzig und schlau. Aber sie hat einen Dachschaden. Sie würde ungeheuer gern ein sehr bedeutender Mensch sein. Und im Grunde interessiert es sie nicht, wenn sie andere Leute verletzt. Erinnert dich das an jemanden? Eine bodenlose Frechheit ist das, so bin ich nicht. Das hat niemand behauptet. Los, gehen wir. Was hast du da? Wo hast du die Uhr her? Ist die nicht zu zart für dich? Die hat eine Lady liegen lassen. Gleich morgen werde ich sie ihr zurückgeben. Ich gebe sie ihr wieder. Wenn du nicht vorher an der Pfandleihe vorbeikommst. Gina Blake, du wirst deiner Mutter von Tag zu Tag ähnlicher. So, und jetzt können wir gehen. Augenblick mal, geht doch schon mal vor zum Wagen. Ich komme gleich nach, ja? Hallo? Hallo. Haben Sie Laura gefunden? Ja, allerdings. Geht's Ihnen nicht gut? Doch, mir geht es gut. Ich fahre gleich nach Hause. Okay. Wir sehen uns ja sicherlich in nächster Zeit. Also dann. Wiedersehen. Verdammt, dieser Kompass funktioniert!
funktioniert nicht. Das ist der Wind. Der treibt uns in die andere Richtung. Ich versuche hier schon gegenzusteuern. Bist du wahnsinnig? Das Riff liegt genau vor uns. Lass mich ran. Nein! Nein! Zur Seite! Gemeinsame Zukunft, gemeinsames Glück und plötzlich ist einer allein. Wenn junge Liebe stirbt, der frühe Tod des Partners, heute unser Thema, 15 Uhr.